Ab Mitte April, sobald kein Nachtfrost mehr zu erwarten ist, wintert Marina Wüst aus dem unterfränkischen Frickenhausen am Main ihre Kübelpflanzen aus. Sie wird unterstützt von Silvia Giese. Vor dem Ausräumen kontrollieren die beiden die Pflanzen noch. Und es wird auch Zeit, dass die rauskommen, die Lorbeer. Die haben ja letzte Jahre ziemlich viel Wollläuse gehabt und die kriegt man ganz schwer los. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt mal einen Crosscheck machen. Da sieht man es ja ganz besonders gut. Silvia, guck, so fängt es an und dann werden die Blätter ein bisschen so krumpelig. Dann gucke ich mal hinten, ob es da auch einen starken Befall hat. Da oben, ja, da sollten wir auf alle Fälle mal rein. Bei Wollläusen schwört Marina Wüst auf ein besonderes Hausmittel. Also das Verhältnis wäre, ich habe jetzt keinen Messbecher dabei, aber ich weiß, dass da ein halber Liter drin ist, dass man hier jetzt 100 Milliliter von dem Rapsöl reintut. Ungefähr so. Und dann einen Spritzer von dem Spülmittel. Und dann füllt man die ganze Sache mit Wasser auf. Ist eigentlich schnell und günstig. Ich könnte sie jetzt hier drin spritzen, weil wir haben das ja ausgelegt mit dem Malervlies. Und da passiert nichts mit dem Boden. Aber wenn Sie jetzt einen Boden haben, wo jetzt empfindlich ist, schöne Fliesenplatten oder so, dann haben Sie natürlich die Flecken vom Öl drin. Also das sollte man schon beachten. Und wirklich tropfnass einsprühen. Bei jeder ihrer rund 70 Kübelpflanzen versucht Marina Wüst, die individuellen Bedürfnisse in der Winterruhe zu beachten. Den Bedarf an Licht, Wasser und Nährstoffen, aber auch den Zeitpunkt zum Auswintern. Die wärmeliebenden Fuchsien oder diese Orangenblume dürfen erst ins Freie, wenn es draußen auch nachts über plus 5 Grad hat. Die jungen Zitronenbäumchen topft sie jedes Jahr um, damit sie sich optimal entwickeln und reichlich Früchte bilden können. Ja, schau mal. Ja, die armen Oliven, die haben die Blätter geschmissen wie blöd. Aber der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der auch. Na ja, und ich gucke dann hinten mal durch. Trotz sorgfältiger und regelmäßiger Pflege gibt es immer wieder auch Probleme. Olivenbäumchen, die sind eigentlich unkompliziert. Man darf sie nicht zu dunkel stellen und man sollte nicht den Fehler machen, die zu viel zu gießen. Weil wenn sie zu feucht stehen, dann schmeißen die einfach auch die Blätter ab. Draußen werden sie aber schnell wieder fit. Aber was ist mit der Zitrone? Also sie sieht ganz schlecht aus, sie hat ja sehr gelbe Blätter. Also man sieht hier an den Blättern ganz besonders, dass sich so grüne Streifen bilden. Das sind die Blattadern, das ist ein Hinweis auf einen Magnesiummangel. Das ist, wenn die Erde verbraucht ist, dann sollte man die unbedingt austauschen. Doch zunächst werden die schweren Kübel mit Lorbeer nach draußen transportiert. Auf der Terrasse genießen sie den Halbschatten und sind vor Sonnenbrand geschützt. Denn sie brauchen Zeit, um sich an die Sonnenstrahlung zu gewöhnen. Der Feigenbaum fühlt sich an der Garage im Hof wohl. Bei ihm hat Marina Wüst vor dem Transport die Äste mit einer Schnur fixiert, um die Krone zu schützen. So lass man jetzt stehen bis zum Herbst. Ja, das sieht doch schön aus. Ja. Und wenn wir noch fit sind, dann können wir wieder runterfahren. Ja. Oder? Die Fruchtansätze der Feigen aus dem letzten Sommer werden in dieser Saison nachreifen, so die Erfahrung von Marina Wüst. Bis zu 50 Früchte erntet sie jährlich von so einem Zitronenbäumchen. Das schwächelnde Exemplar wird noch umgetopft. Was jetzt hier erstaunlich ist, ist, dass die gar keine Wurzeln unten drin hat. Da bin ich jetzt selber verblüfft. Also eigentlich hätte sie gar nicht unbedingt einen größeren Topf gebraucht. Ich habe eine spezielle Zitruspflanzenerde, die hat einen leicht sauren pH-Wert. Ja, und dann hebe ich die wieder rein. Was ich jetzt noch machen kann, ich habe ein bisschen Langzeitdünger noch. Den streue ich gleich mit rein. Dann noch den Staub abduschen und die ersten Tage eher schattig stellen. Die können sich jetzt erholen, genießen die ersten sommerfrische Tage und dann kommen sie an ihren angestammten Platz und können sich an der Sonne erfreuen und uns noch mehr Zitronen für Limoncello schenken. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren.
Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.